Bei der Gärung entstehen zwei Produkte, Alkohol und CO2, also Kohlensäure. Aber die Kohlensäure nehmt ihr gleich am Anfang raus. Warum, Nils? Genau, weil CO2 dazu führen würde, dass unsere Gärung zum Stoppen kommt. Oh! Das wollen wir natürlich nicht. Katastrophe, das geht nicht. Und deswegen wird sie über unsere CO2-Rückgewinnungsanlage gereinigt, filtriert und letztendlich hier bei minus 50 Grad gespeichert. Das bedeutet also, ihr als Einbäcker habt genug eigene Kohlensäure, ihr müsst keine dazu kaufen. Genau, bei den nächsten Prozessen, die dann kommen, sprich Lagerung, Filtration und Abfüllung, wird ja oder benötigen wir auch CO2, was wir hier letztendlich schon gespeichert haben und aus unserer Gärung gewonnen haben. Halten wir fest, unterm Strich fährt kein Tanklastzug mit Kohlensäure für euch über die Straßen. Das ist korrekt. Wunderbar. Und Leute, schales Bier ohne Kohlensäure, das braucht ja wohl kein Mensch. We'll be right back.